Was geht ab, Leute? Mal wieder zu einem neuen Video von mir. Und zwar bin ich auf ein geiles Video in den Trends gestoßen, das Ende von Huawei, weil Google hat dem Unternehmen, dem chinesischen Unternehmen Huawei, die Verwendung vom Betriebssystem Android entzogen, also die Lizenz entzogen. Und ich denke, in diesem Video geht es darum, was dahinter steckt, welche Konsequenzen das haben wird, welche Auswirkungen das haben wird. Vorläufig kann ich euch sagen, wird es erstmal keine Auswirkungen auf eure bestehenden Handys haben. Es werden lediglich keine Software-Updates mehr kommen in Bezug auf eures Handys. Es wird auf jeden Fall virenanfälliger werden oder für Hacker anfälliger werden. Und langfristig müsst ihr euch höchstwahrscheinlich überlegen, ob ihr auf ein anderes Smartphone umsteigen werdet, denn entweder Huawei wird ein eigenes Betriebssystem rausbringen, was ich persönlich nicht denke. Sie haben zwar gesagt, sie tüfteln an etwas, aber jetzt müssten die dann noch auf eine Schnelle was raushauen. Wird sehr, sehr schwierig. Wir schauen uns einfach mal das Video an und let's go. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem etwas überraschenden Video. Gestern haben die USA Huawei, den zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt, auf die schwarze Liste gesetzt. Und was das für Konsequenzen nach sich zieht, ist unglaublich. Ich mach's direkt mal kurz. Bestehende Huawei-Smartphones bekommen keine Android-Updates mehr. Und welche, die erst jetzt auf den Markt kommen, haben sogar kein Play Store mehr, kein YouTube, kein Gmail und so weiter. Das ist ziemlich krass. Aber also braucht ihr euch ganz ehrlich auch keins kaufen. Also ich würde euch abraten, jetzt noch ein Huawei Smartphone zu kaufen. Wenn ihr schon eins habt, wird sich erstmal für euch nichts ändern. Aber langfristig gesehen müsst ihr auf jeden Fall umsteigen. Definitiv. Aber womit hängt das zusammen? Nun, US-Präsident Trump, der immer sehr intelligente Entscheidungen trifft, wirft Huawei vor, Spionage zu betreiben. Und dementsprechend wurden die jetzt auf die Blacklist gesetzt. Heißt, sie dürfen nicht mehr mit US-amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten. Wie zum Beispiel... Also meiner Meinung nach, wer spioniert denn hier überhaupt nicht? Das macht doch jedes Land. Ist doch lächerlich. Ihr müsst mal in euren iPhones schauen. Wie heißt das unter Einstellungen? Wichtige Orte kann das sein. Da seht ihr alles. Da seht ihr einfach alles. Wo ihr wann wart, wie lange, wann ihr wohin gefahren seid. Das ist einfach krass. Das ist doch überall spielen. Google, Qualcomm, Intel oder auch Microsoft. Ich glaube, die vier Namen kennt ihr. Und das ist sehr, sehr krass. Gerade wenn es um Google geht, bedeutet das natürlich Android. Und Android ist nun mal das Betriebssystem, was auf allen Huawei-Smartphones läuft. Die Sache ist, ZTE hatte vor einigen Monaten dasselbe Schicksal und tatsächlich ist die Firma daraufhin fast bankrott gegangen. Man kann nur noch auf die Open-Source-Version von Android zugreifen, also die, auf die einfach jeder zugreifen kann. Und das bedeutet, man ist sehr spät dran mit Updates und eben vor allem Sicherheitsupdates. Und das macht so Huawei-Smartphones jetzt sehr viel unsicherer als die von der Konkurrenz. Aber wie reagiert Huawei auf das alles? Sie haben, wie sie selbst sagen, schon lange einen Plan B. Und zwar ein eigenes Betriebssystem. Eigene Prozessoren verwenden sie ja schon, damit sie eben nicht auf Qualcomm angewiesen sind. Aber sie verwenden trotzdem Chips von Qualcomm. Weswegen man sagt, dass sie schon vor einer ganzen Weile an Chips bei den unterschiedlichsten Herstellern eingekauft haben. Also sie haben sich auf das hier alles vorbereitet, weil sie natürlich mitbekommen haben, dass die USA irgendwas im Schilde führen. Ein eigenes Betriebssystem von Huawei. Ich weiß ja nicht. Diese Smartphones hier sind echt gut, aber wenn es eine Sache gibt, die mich immer gestört hat, dann war es die Software. Einfach weil die nicht so schön aussieht, sich nicht so gut benutzt und eben so weit entfernt ist von reinem Android. Die Frage ist jetzt, ist ein eigenes Betriebssystem von Huawei eine Chance oder so der Todesstoß? Also können die sowas oder können die sowas nicht? Und haben sie eben eine Chance neben iOS und Android? Ich meine, sie sind der zweitgrößte Hersteller, aber das liegt vor allem am asiatischen Markt, wo man eh nicht die Google-Dienste benutzen kann. In den USA haben die noch nie Smartphones verkauft. Aber wie kann es überhaupt passieren, dass man auf die schwarze Liste gesetzt wird? Nun, man wirft eben Huawei Spionage vor
und dass sie Smartphones an Feinde von Amerika verkauft hätten, also Staaten, denen man vorwirft, terroristisch zu sein. Hat Huawei das wirklich getan? Spionieren sie uns wirklich aus? Und ist es nicht ein bisschen scheinheilig von den USA zu behaupten, dass andere ausspionieren, wenn doch Edward Snowden gezeigt hat, dass die USA ausspionieren? Auf jeden Fall. Also meine Meinung dazu ist ja, wie ihr schon gehört habt, ist ja Huawei der zweitgrößte Hersteller auf der Welt und ich denke, die wollen einfach verhindern, dass sie der größte werden, denn es fehlt bestimmt nicht viel zum Konkurrenten Samsung, um den noch zu überholen, und ja, dann gibt es keine Konkurrenz mehr. iPhone mit iOS steht an dritter Stelle und ja, ich denke, die wollten einfach nur das verhindern. Im Endeffekt geht es nur darum. Ich meine, Spionage, das ist eine gute Ausrede dann, aber nicht mehr und nicht weniger. Steckt hinter Huawei die chinesische Regierung und die wollte man jetzt mal so ein bisschen aussperren. Aber eben nicht nur aus den USA, sondern letztendlich eigentlich aus allen Ländern, außer vielleicht dem asiatischen Markt, wenn da Huawei seine eigene Software hat. Oh Mann, also ich finde das ziemlich krass, gerade wenn es um das ganze 5G-Netz. Also was ich krass finde, ist eigentlich, dass sie echt schon ja mehr oder weniger mitbekommen haben, dass sich da was rumspricht, dass die höchstwahrscheinlich auf die schwarze Liste gesetzt werden sollen. Und krass, dass die dann schon ihre Chips besorgt haben oder an der eigenen Software getüftelt haben. Mal schauen, was da noch so alles kommen wird. Geht, dann sind die Leute eh total paranoid, was Spionage angeht. Und Huawei ist sehr stark dabei, 5G auszubauen. Und das hat denen jetzt sicherlich nicht geholfen. Ich glaube, die Gründe für das alles sind vor allem politisch. Nicht, weil man wirklich nachweisen konnte, dass Huawei irgendwen ausspioniert, sondern viel eher, weil die USA jetzt mal Huawei so ein bisschen ausbremsen wollten, um ihre eigenen Marken zu stärken. Wie zum Beispiel Apple, Google oder gut. Schaut, wie ich es gesagt habe. Es war einfach abzusehen, ihr müsst mal überlegen, wo Huawei vor 5 Jahren war oder so. Es war ein 100-Euro-Handy, was sich keiner gekauft hat. Und jetzt mittlerweile sind die auf einem gleichen Niveau wie Samsung. Also, ich habe meiner Mutter auch ein Huawei gekauft. Wie heißt denn das? Oh. Keine Ahnung, kann ich euch gar nicht sagen. War das P20 Lite? Also ganz ehrlich, das ist ein echt gutes Handy für einen echt guten Preis. Naja. Mal schauen, wie das Ganze noch weitergeht, wohin sich das entwickelt. Warten wir mal ab. Aber im Endeffekt wollen die nur hier die Chinesen ein bisschen ausbremsen, da man einfach gemerkt hat, dass die den Markt übernehmen. Das ist einfach Fakt. Motorola ist keine mehr, aber ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube hingegen, dass es so einen Boomerang-Effekt haben wird, weil wir sind auf die Chinesen angewiesen. Da werden nun mal einfach alle Smartphones gebaut, auch die von Apple. Und die sind eh schon teuer genug. Also wenn man die jetzt anfangen würde, in den USA zu bauen, wären die nur noch teurer. Der eigentliche Verlierer am Ende dieser Geschichte, die wie so eine Art kalter Krieg klingt, ist, die Kunden verlieren. Wir verlieren, weil zwei Regierungen sich zeigen wollen, wer die jeweils mächtigere ist. Was für ein komisches Thema. Aber ich meine, würdet ihr jetzt, wenn ihr heute in den Laden gehen müsstet, um euch ein neues Smartphone zu kaufen, eins von Huawei kaufen oder eins von einem anderen Hersteller? Jetzt, wo ihr wisst, dass ihr keine Updates mehr bekommt und dass man denen auch noch vorwirft, zu spionieren. Ich glaube, das ist ein ziemlich harter Image-Schaden und ich könnte mir gut vorstellen, dass es Huawei ausbremst. Aber was ist eure Meinung? Kochen wir gerade heißer, als wir das ganze Thema nachher essen? Also wird es überhaupt gar keine großen Konsequenzen haben? Wird es katastrophale Konsequenzen haben? Oder ja, was denkt ihr? Wie geht das Ganze weiter? Das war's von mir. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ja, warten wir mal ab. Was soll man dazu sagen? Ja, mehr als abwarten kann man im Endeffekt sowieso nicht. Wie gesagt, meine Meinung ist auf jeden Fall, kann natürlich sein, dass es höchstwahrscheinlich keine Konsequenzen hat. Ich denke aber schon, ich würde euch allen raten, kein Huawei mehr zu kaufen. Oder wenn ihr jetzt vorhabt, euch ein Handy zu kaufen, kauft doch kein Huawei. Wer weiß, was da noch passiert. Und ihr kriegt sowieso keine Updates mehr. Also spätestens, wenn eure Software dann veraltet ist, dann könnt ihr euch keine Apps mehr runterladen oder sonstiges. Also es bringt euch einfach gar nichts. Wie gesagt, ihr müsst da auf Samsung, iPhone oder sonstiges umsteigen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Huawei war meiner Meinung nach immer eine gute Alternative, eine preiswerte
Alternative zu Samsung. Samsung ist mittlerweile so überteuert. Also meiner Meinung nach. Früher war Samsung auch ein Handy, was nicht so viel Geld gekostet hat, was aber ein gutes Handy war im Endeffekt. Jetzt, ich meine, iPhone kostet 1400 Euro und Samsung kostet, keine Ahnung, 900.000 Euro. Das ist krass. Klar gibt es auch Samsungs für 200 Euro. Ihr wisst, was ich meine. Naja, also, wie gesagt, warten wir mal einfach ab. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und folgt mir auf Instagram. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.